Anmerken, ich war noch nie drin. So lange drin. Ich lasse das drin, Max. In Gang 3 bitte ein Kissen. Max, schläfst du schon? Sorry. Max, du noch ein Geschwisterchen? Nein. Max, sein Lieblingsprodukt in der Küche. Was ist das hier? Wir sind jetzt gerade beim DM angekommen und es wird jetzt für euch einen Live-DM-Haul geben. Ich habe hier mein Handy, denn wir haben jetzt eine Challenge vor. Also es wird keinen üblichen DM-Live-Haul geben und ja, lasst euch mal überraschen. Der Max ist auch dabei, der freut sich schon. Nicht. Doch, der freut sich. Und der Lassie ist auch da, der hilft mir jetzt auch. Let's go. So, also die Challenge besteht darin, dass ihr mir jetzt Aufgaben gestellt habt auf Snapchat. Und da sind richtig viele angekommen. Ja, und die öffnen wir jetzt und gehen da ein paar Fragen durch und hoffen, dass wir die Aufgaben richtig lösen können. Ja. Okay, also machen wir die erste Aufgabe auf. Ja. Was ist dein unverzichtbarstes Produkt in der Küche? Okay, los geht's. Wer hat es gesagt? Mama Annika. Also Max, für die Küche. Spülmittel. Was denn sonst? Spülmittel. Hier. Brauche ich eh. Für die Küche. Mein liebstes Produkt. Oder? Ich weiß es nicht. Oder Spültabs. Natürlich Spültabs, ne? Weil Spülmaschine und so ist auch wichtig. Okay, jetzt gehen wir mal zur nächsten Frage über. Max, sein Lieblingsprodukt in der Küche. Ist das hier? So, nächste Frage, Chef. Ein Männerprodukt, das du auch verwenden kannst. Okay. Viel Spaß. Die Therese 92. Ja, Toilettenpapier. Ja, dann nimm mal. Nimm mal. Therese 92. Aber die Deluxe-Version, sagt ja, Alessandro. Okay, also dann nimm mal. Jetzt sind wir hier in der Babyabteilung. Hier ist nämlich auch so wenig los. Max, wollen, magst du noch ein Geschwisterchen? Nein. Also, nächste Frage. Was ist dein günstigstes Produkt, das du immer im DM kaufst? Okay, wer fragt das? Lina loves Hanna. Okay, das da mag jemand anderen. Das günstigste Produkt. Ja, okay, ah, da weiß ich was. Let's go. Ich habe was gefunden. 25 Cent. Wattestäbchen, Max. Wattestäbchen sind nicht gut. Wieso? Das Ohr schädigen den Hörgang. Die schädigen den Hörgang. Ja, also schön für dich, aber ich putze trotzdem meine Ohren. Also nehme ich's. Oder soll ich lieber die Maske nehmen? Die kostet 40 Cent da vorne. Nimm die Maske. Okay, der Max schimpft mit mir, wenn ich das kaufe. Ist nicht gut für die Ohren. Okay, Lassie, such du die Maske aus. Du weißt ja, welche die Mama immer nimmt. Die. Yes, Lassie kennt mich. Totes Meer, die ist richtig gut. Von Balea. 40 Cent. Jo, okay. Günstigstes Produkt bei DM. Gibt bestimmt noch günstigere. Okay, nächste Frage, Max. Was ist deine Lieblingslippenstiftfarbe? Okay, meine? Michelle Lexe. Michelle Lexe. Berry. Berryton. Komm, wir gehen zu P2. Okay. Die haben richtig schön. Big Fail, dieser DM hat kein P2. Tja. Aber der Max sucht mir jetzt einen Nagellack aus. Okay. Nagellack für die Lippen. Also einen Lippenstift sucht der Max mir jetzt aus. Also such aus, Max. Welche Firma willst du denn haben? Hier haben wir Catrice, Manhattan, Trend It Up oder Essence. Sagt dir alles nichts, ne? Ja. Okay, dann such mal aus. Was meinst du, was steht der Mama gut? Rot. Rot steht mir gut? Findest du? Na dann, such mal aus. Also ich stehe auf solche Farben, Schatz, schau mal. Such mir am besten sowas hier aus. Nimm mal das. Okay. Gut, dass wir einen Lissandro dabei haben. Der hat nämlich gerade gemerkt, dass der schon benutzt war. Ja, der geht voll klar. Der geht klar? Ja. Okay, der geht klar. Nächste Frage. Was benutzt ihr am liebsten zum Duschen, Baden? Die Lisa 12 sagt es. Ja, Lasch, oder? Ja, der Lissandro verwendet Lasch zum Baden. Okay, ich zeige euch aber, was ich zum Duschen verwende im Moment. Da ist es, das verwende ich im Moment. Das habe ich euch auch in meinem letzten DM-Haul gezeigt. Und nachdem ich ja eine neue Packung gekauft habe, lasse ich das jetzt da. Aber das seht ihr jetzt schon mal, was ich verwende im Moment. Nächste Frage. Und der Max hier, schaut mal, der Max. DM ist voll was für Männer, nicht. So, welches Produkt von DM benutzt die ganze Familie? Das ist die nächste Frage. Mal schauen. Jetzt überlegen wir mal. Was benutzt die ganze Familie? Toilettenpapier.
Haben wir aber schon. Haben wir schon. Nein, wir überlegen uns was. Moment. Der Max will Bilou kaufen. Das schmeckt gut. Das ist nicht zum Essen, Leute. Das ist für den Körper. So, also wir zeigen euch jetzt das Produkt, das wir alle verwenden. Wo ist es denn? Von Balea. Und zwar das Soft Oil. Wo ist es denn? Seht ihr das irgendwo, dass ich immer kaufe? Ich sehe nur Bilou. Max sieht nur Bilou. Okay. Wo? Nee, das ist von Nivea. Ich brauche es von Balea. Das ist doch Balea. Wo? Ich finde es nicht, Leute. Ich finde es nicht. Wo ist es denn? Ich habe es gefunden. Ganz versteckt. Das nehme ich mit. Soft Oil Balsam. Das ist nämlich leer. 1,75. Und das verwenden wir tatsächlich alle. Yay! Ich habe es gefunden. Nächste Frage. Wie ist die nächste Frage, Lassie? Was ist deine Lieblingsmaske? Lieblingsmaske, Max? Weißt du? Hydra-Bombe. Hydra-Bombe. Ja, aber die ist relativ teuer. 1,95. Ja, Hydra-Bombe, natürlich. Aber ich nehme die mal mit. Die ist für besondere Anlässe. Und ansonsten verwende ich total gern welche. Die von? Balea, genau. Da bist du groß. Okay, wo ist die? Ich zeig's euch. Moment. Da ist sie für 95 Cent. Die Aquatuchmaske. Die mag ich super gerne. Die ist richtig gut. Und ich bin ja eh so ein Maskenopfer. Stopp. Was? Ich finde die zweite auch gut. Nächste Frage. Welche ist deine allerliebste Wimperntusche? Ah, okay. Weiß ich. Von L'Oreal. Ich hol sie. Und wer hat das gefragt? Claud Winkler. Claudia Winkler, oder? Nee, Claud Winkler. Ups, wer lesen kann, ist klein Vorteil. Ja. So, ich zeige euch meine liebste Lieblingsmascara und zwar ist die von L'Oreal. Da ist sie. Und zwar zeige ich sie euch. Hier ist sie. Tada! Meine Super Fall / Superstar Mascara für 11,95 Euro. Aber ich habe jetzt noch eine zu Hause und deshalb lassen wir die hier. Aber ihr habt sie ja gesehen. Und die hatte ich euch auch mal gezeigt. Sie hat noch eine zweite Frage. Du kaufst dir etwas bei DM und kommst nach Hause und bist mega happy darüber. Was ist das? Schminke. Da, hier bin ich zu Hause. Okay, nächste Frage. Von der Amelie Meixner. Die ist total lieb, mag ich voll. Liebe Grüße an dich. Erzähl. Richtig coole Challenge. Meine Frage, danke. Welches ist dein Lieblings-Duschgel? Welchen Duft bevorzugst du? Süß oder eher frisch oder fruchtig? Fruchtig mag ich eigentlich nicht so sehr. Nee. Und Lieblings... Was war das noch? Welche Frage? Ich bin gerade etwas verwirrt. Duschgel? Keine Ahnung. Duschgel habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Und was war noch für eine Frage? Weiß ich nicht. Weißt du, Max, nicht mehr. Aber ich glaube, wir hatten das jetzt schon beantwortet. Ja. Eine Frage machen wir noch. Okay. Die Leute gucken. Und der Max gerade so fair. Okay, also nächste Frage. Schnell, also nächste Frage. Ja. Lassie ist so ein knuffiges Kerlchen. Süß. Frage beantwortet. Danke. Nein. Wer hat es geschrieben? Dredd. Viel Spaß beim Vorlesen. Dredd. Dredd. Reed. Bär. Eins. Okay, eine Frage machen wir noch. Okay, eine Frage. So, die nächste Frage will ich mal vorlesen. Welches Produkt würdest du dir jetzt sowieso gerade kaufen? Okay, habe ich schon was im Kopf. Lisa Lee 1. Okay, also zeige ich euch. Brauche ich nämlich ganz dringend. Und zwar nehme ich mir diese Teilchen hier mit. Die brauche ich nämlich eh. Wollte ich mir eh kaufen. Und ich nehme mir noch eine Pinzette mit, weil meine von Tweezerman verschwunden ist. Die habe ich irgendwo liegen gelassen. Und ich muss mir eine neue bestellen. Und ja, deshalb muss die jetzt mal einspringen. Von Evelyn diese Pinzette. Gut, okay. Ich nehme uns noch einen Tee mit. Wir trinken ja abends so gern Tee, der Lassie und ich. Und das sieht irgendwie voll schön aus. So voll ansprechend. Ich nehme mal das hier. Ja, Limette, Ingwer, Green Tea Bio. Max, schläfst du schon? Sorry. Der Max hat keine Lust mehr. Ich schwöre, ich lasse es drin. So lange ich lasse es drin, Max. So, auch zur Kasse. Ja, bitte. Bezahlen. Ich lasse dich gleich rein. In Gang 3 bitte ein Kissen. Auch so ein Kissen zum Schlafen. Ja, wenn nicht schlecht. Auf dem Boden sitzt so geil. Max voll ordentlich, hat erstmal alles sortiert.
schön machst du das, Max. Du bist so fleißig. Bist du gerne im DM, Max? Ja, sau. Sau gerne. Max ist sau gerne im DM. Nicht. So, Nummer 2310, bitte. Freiheit. Freiheit. Ich habe noch was Schönes bekommen zum Muttertag. Schaut mal, voll süß. Hoffentlich habt ihr morgen was Gescheites für mich. Hat es dir Spaß gemacht im DM, Max? Ja, es war echt eine tolle Erfahrung. Es war dir eine Freude. Das wird mein Leben verändern. Mein Studium wird jetzt duschen. Du bei DM warst, Schatz? Ja. Okay, also, das war jetzt unser Einkauf bei DM. So, meine Lieben, wir haben jetzt fertig eingekauft und ich habe noch eine ganz kurze Erklärung für euch. Nicht, dass ihr euch wundert, und zwar ist es natürlich ein Lip Liner. Gesundheit, mein Herz. Den mache ich mir drauf und fülle das Ganze dann mit Lipgloss auf. Also, das ist natürlich kein Lippenstift, den der Max mir ausgesucht hat, aber ich finde die Farbe mega. Die 236 ist es. Voll meine Farbe. Mein Kind kennt mich. Okay, also, das war's von unserem Live-DM-Haul. Eine Challenge über Snapchat. Sagt mir gerne Bescheid, ob euch das Spaß gemacht hat, ob es euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ihr noch so sehen wollt aus dem DM oder vielleicht aus einem anderen Laden. Dann drehen wir euch das ab. Max ist für einen anderen Laden. Willst du lieber zu Zara gehen, Schatz? Nee, irgendwas elektronisch. zum Mediamarkt. Zum Mediamarkt will der Max lieber gehen. Aber wir kaufen nur Sachen, die wir tatsächlich benötigen, weil es ansonsten schon so ein bisschen Verschwendung ist, finde ich, ne? Okay, oder mal verlost die Sachen, dann ist es natürlich super. Okay, meine Lieben, also das war's. Hinterlasst uns gerne Feedback und ich würde sagen, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, meine Kinder wollen jetzt heim. Die haben keinen Bock mehr auf DM. Da drüben ist McDonald's. Da werden die jetzt belohnt. Die haben mich nämlich bestochen. Also, los geht's.